ist eine schlimme Sache. Da kann ich mich nicht freuen, dass ich 300 gerettet habe. Es sind trotzdem 300 Tote zu viel. Wir sind auf der Bundesstraße 107 zwischen der Ortslage Wiesenburg und der Ortslage Neuhütten. Hier ist ein LKW mit Ferkeln drauf, von der Fahrbahn abgekommen und auf der Seite gekippt. Wir hatten das Problem, überhaupt erstmal an die Tiere ranzukommen, weil durch die Seitenlage praktisch die Öffnung hinten versperrt war. So haben wir erst versucht, von hinten in das Fahrzeug reinzukommen, in den Anhänger, was uns nicht gelungen ist. Und dann haben wir das Dach an mehreren Stellen aufgebrochen. Die Kameraden sind reingekrochen und haben die Tiere rausgeholt. Ja, die Ferkel sind ja nun schon mal gestresst durch dieses Umkippen. Und da drinnen herrschen eben extrem hohe Temperaturen, sodass wir versucht haben, das runterzukühlen, dass sie sich ein bisschen erholen. Was auch gut gelungen ist. Und Sie sehen jetzt selbst, wenn Sie die Tiere, die jetzt draußen rumlaufen, die werden immer noch gekühlt und die empfinden das als angenehm. Der LKW hat ja 4 Ladeflächen. Und wenn er dann auf die Seite kippt, dann rutscht alles zu aufeinander. Und die Tiere, die dann ganz unten liegen, die werden ersticken sozusagen, die werden erdrückt. Das ist ganz schlimm. Und nur die oberen Tiere haben dann eine Chance zu überleben. Ich freue mich, dass wir welche retten konnten, aber das ist natürlich ein großer Verlust. Und die Tiere haben auch zwischendurch gelitten, die sind ja nicht sofort tot gewesen. Also ich werde heute keine ruhige Nacht haben, das ist sicher.